Mein Name ist Jörg-Uwe Hahn. Ich bin jetzt 66 Jahre alt. Ich gehöre der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag seit 1987 an. Bin Vizepräsident in diesem Hause seit 2019. Meine Heimat ist Bad Vilbel, die Wetterau. Auch für den Main-Kinzig-Kreis bin ich derzeit als FDP-Politiker zuständig. Und neben der Landespolitik mache ich auch sehr gerne noch kommunale Politik in Stadt und Kreis und Region. Man sitzt dort oben und hat 136 Streithähne vor sich, jedenfalls manchmal, und muss dann mit Geschick, Diplomatie und ein bisschen Charme versuchen, wieder auf den Level des Umgangs, den man normalerweise in einem Parlament hat, hinzuarbeiten. Das klingt mir, glaube ich, ganz gut. Strafen, Rügen, davon halte ich nichts. Na gut, das ist ihr Leben. Das, was wir hier im Hessischen Landtag, was die Kollegen im Bundestag, aber was auch der Stadtverordnete in seiner Heimatgemeinde macht, hat etwas mit dem Leben zu tun. Hat etwas damit zu tun, ob nun die Schule gut funktioniert, ob es genug Polizeibeamte gibt, ob wir auf der anderen Seite eine gute Vertretung im Ausland haben. Das betrifft jeden Bürger, wo er auch immer gerade ist. Und deshalb sollte er sich schon um sein Leben und damit um Politik kümmern. Der Hessische Landtag soll eines der interessantesten Landesparlamente in Deutschland sein. Interessant deshalb, weil wir hier doch eine hohe Art der Auseinandersetzung pflegen. Meistens intellektuell, aber manchmal auch ein bisschen rabautsmäßig. Aber es macht schon Spaß zuzuhören und auch ein bisschen sich unterhalten zu lassen, da die Beiträge häufig auch sehr, sehr interessant sind.